Say hello to my little friend. Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Mega-Hombre, der Consolero mit Sombrero und ja, ihr seht ganz recht, ich bin hier schon fleißig auf den neuen DLC-Karten am Zocken. Ihr seht hier im Hintergrund so einen kleinen Zusammenschnitt aus dem Spielmodus, heißt auf einer der neuen DLC-Karten Backwoods, das jetzt mit dem DLC Criminal Activity kommen wird. Das Ganze ist erspielt auf dem PC in der CTE, also dem Community Test Environment, denn ich habe herausgefunden, dass dort seit ungefähr gestern schon einige Server aktiv sind, auf denen man bereits jetzt in dieser Testumgebung in die neuen Karten hineinschnuppern kann. Na, das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen und habe gestern schon mal so ein bisschen Erfahrung auf der Map Backwoods gesammelt und muss sagen, so vom ersten Eindruck her, sehr, sehr geil. Gestern war ja außerdem so zwischen, ich glaube, 18 und 19 Uhr ein kleiner Twitch-Livestream vom offiziellen Battlefield-Account, auf dem auch bereits die neuen Karten gespielt wurden in verschiedenen Spielmodi. Da war zum Beispiel auch der Bounty Hunter-Spielmodus dabei, auf den ich mich ja schon sehr freue, haben da gezockt auf, ich habe nicht den ganzen Stream gesehen, aber ich habe gesehen, wie sie es auf Black Friday gespielt haben, also in diesem Einkaufszentrum. Ultra, ultra geil. Also es sah super cool aus. Also ich denke mal, was ich bis jetzt von den neuen Maps gesehen habe, richtig, richtig geil. Vor einigen Tagen sind ja auf der offiziellen Battlefield-Homepage auch schon einige weitere detailliertere Informationen zum DLC Criminal Activity rausgekommen. Und darüber möchte ich jetzt kurz ein wenig mit euch sprechen. Zunächst mal kurz zum Release-Date, denn mittlerweile ist klar, dass alle Premium-Mitglieder ab dem 16. Juni, also schon ab kommender Woche Dienstag, Zugriff auf die neuen Kartenpakete und die Inhalte des DLC haben werden. Falls ihr nicht Premium-Mitglied seid, sondern euch den DLC einzeln kaufen möchtet, müsst ihr noch bis zum 30. Juni warten, dann könnt auch ihr auf den neuen Karten loslegen. Was die neuen Waffen angeht, ist es so, dass die Enforcer-Klasse 3 neue Waffen erhalten wird. Eine neue Pump-Action Bullpup-Shotgun wird dabei sein, ein neues Schnellfeuergewehr und ein neues Sturmgewehr. Die Shotgun und das Sturmgewehr werden für die Polizisten verfügbar sein und das Schnellfeuergewehr für die Gangster. Außerdem dürfen sich alle Battlefield Hardline-Spieler freuen, auch die Nicht-Premium- und die Nicht-DLC-Leute, denn eine Waffe wird für jedermann dazukommen, ein neues Maschinengewehr, die M1A1, was so ein bisschen wie die Tommy Gun ist aus so den alten Gangsterfilmen mit so einem großen Drum-Magazin. Also das bekommt jeder in die Hände und mit dem habe ich auch schon ein wenig gespielt, hat man hier im Hintergrund in dem Gameplay auch schon gesehen. Sehr, sehr geiles Teil, erinnert so ein bisschen an die ARM, weil es halt auch ein 50er Magazin drin hat und ziemlich genau ist. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass es da keine Optics für gibt, also das kann man, glaube ich, nur mit den Iron Sights spielen, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber ansonsten cooles Gerät auf jeden Fall. Auch zu der neuen Pickup-Waffe, der Nailgun, hat es schon ein paar Informationen jetzt gegeben. Ich zeige euch hier im Hintergrund auch ein ganz kleines bisschen Gameplay davon, denn ich habe mit dem Teil auch schon mal ein bisschen gespielt. Muss sagen, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber ist für zwischendurch trotzdem mal ganz witzig, denn das Ding ist auf jeden Fall gesilenced, also man kann, wenn ihr das benutzt, euch auf dem Radar nicht sehen. Ist auf kurze Distanz immer ein One-Shot-Headshot und ansonsten, naja, es ist ein 10er Magazin und 3 Clips sind noch mit dabei. Also um zwischendurch mal ein bisschen Spaß damit zu haben, ist es ganz gut, aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass es nicht so wirklich mit den anderen Waffen mithalten kann. Ja, und wie gesagt, der Modus Bounty Hunter wird natürlich dazukommen. Darüber werde ich jetzt nicht allzu viele Worte verlieren. Ich hatte darüber ja schon ein eigenes Video gemacht, in dem ich so die ganzen Informationen gezeigt habe. Das findet ihr auch nochmal auf dem Screen. Könnt ihr nochmal draufklicken, falls ihr das Video verpasst haben solltet. Schaut euch das nochmal an. Aber auf den Modus freue ich mich auch schon ganz besonders. Die neuen Fahrzeuge sind jetzt auch mittlerweile bekannt. Eines von den beiden neuen Fahrzeugen wird ein Lowrider sein, was sehr cool ist. 4 Plätze hat das Teil, schaut super stylisch aus, auf das freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Und das zweite Fahrzeug wird ein Pickup Truck sein und soweit ich das jetzt in dem CTE gesehen habe, verfügt er über 5 Plätze, also der Fahrer, der Beifahrer und 3 Plätze hinten auf der Ladefläche. Da bin ich auch auf jeden Fall mal sehr drauf gespannt. Dann wissen wir jetzt auch, was die neuen 2 Arten von Munition sein werden. Eines davon nennt sich panzerbrechende Leuchtspurmunition, ist verfügbar für Sturmgewehre, Schnellfeuergewehre und Scharfschützengewehre. Sowohl Cops als auch die Criminals können das Ganze benutzen. Und was das Ganze macht, ist folgendes. Denn ihr könnt damit jetzt endlich Schaden anrichten gegen gepanzerte Fahrzeuge und außerdem durchdringt ihr damit die Körperpanzerung bei den Leuten. Der einzige kleinere Nachteil der ganzen Sache ist halt, naja, es ist Leuchtspurmunition, das heißt, jeder kann ziemlich genau sehen, von wo die Schüsse kommen. Deswegen muss man beim Einsetzen ein wenig vorsichtig sein. Der zweite neue Munitionstyp ist die sogenannte Durchdringungsmunition. Das Ganze steht auch wieder für die Polizisten und die Gangster zur Verfügung, allerdings nur für die Schrotflinten. Also es ist eher was für die kurze Distanz und genau für die kurze Distanz ist es auch gedacht, denn man verschießt damit explosive Kugeln, mit denen man auch manipulierte Türen gefahrlos öffnen kann. Zuletzt will ich noch ein paar Informationen loswerden zu den neuen Masken.
Es wird wie gesagt so sein, dass alle vier Tiermasken nur für die Gangster zur Verfügung stehen werden, wohingegen die Cops über vier verschiedene Arten von Helmen verfügen. Außerdem wird es jetzt so sein, dass diese Masken und Helme nicht nur zur optischen Verschönerung eures Charakters gelten, sondern mit diesen Masken und den Helmen kommen jetzt auch verschiedenartige Boosts mit hinzu. Die Hasenmaske und der Motorradhelm geben jeweils 10% Technikexpertenbonus, die Gorillamaske und der taktische Helm geben 20% Reputationbonus, die Wolfsmaske und der Schutzhelm geben 10% Teamplaybonus und die Dinomaske und der Ballistikhelm geben 20% Schnellzug-XP-Bonus. Diese Boni gelten wohlgemerkt zusätzlich zu den Boosts, die ihr eurer Klasse zugeordnet habt. Und wenn dann noch Double XP ist, na dann nimmt das Leveln aber eine ganz neue Form an. Das einzige, was mir jetzt doch so ein bisschen nachdenklich stimmt, ist, dass ich jetzt doch eher wieder das Gefühl habe, dass die Premium-Mitglieder diese Masken doch einfach so bekommen, ohne dass sie diese 10-Millionen-Challenge erfüllen müssen. Denn ganz ehrlich, wenn man diese 10 Millionen schon hat, dann hat man ja auch schon nahezu Level 150 erreicht und dann erübrigen sich eigentlich auch diese ganzen Boosts dahinter, weil dann brauche ich die nicht mehr. Die Boosts brauche ich ja eigentlich nur, wenn ich noch weit von Level 150 entfernt bin und dann habe ich auf jeden Fall noch nicht die 10 Millionen zusammen, um mir die Masken schon erspielt zu haben. Also da bleibt es für mich weiterhin so ein bisschen spannend. Das wird man wahrscheinlich dann erst am 16. sehen, wenn der DLC rauskommt. Aber da werde ich mal ein Auge drauf haben, ob dann tatsächlich jeder mit den Masken rumläuft oder ob ich immer noch einer der wenigen sein werde. Gut, Jungs und Mädels, das waren sie hier mal wieder, die brandheißesten News schon vor dem offiziellen Release des DLC Criminal Activity am 16. Juni. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, darüber freue ich mich immer sehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Ombre.